Ja, hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren klitzekleinen Video für Armored Warfare in der Reihe. Eine kleine Anleitung oder Inspiration für die Erfolge in den Spezialoperationen. Der American Dream ist ja nun draußen und jetzt gibt es wieder ein paar Dinge, die man versuchen kann zu ergattern. Heute werde ich euch mal zwei Sachen zeigen in einem Video. Wir können das Ganze schon mal laufen lassen, würde ich sagen. Wo es eben darum geht, einmal die Flugverbotszone oder den Erfolg Flugverbotszone, wo ihr alles, was sich in der Luft befindet, zerstören müsst und natürlich das Kapitel beenden. Ich habe mir jetzt mal notiert, aufgeschrieben, es sind insgesamt 10 Helikopter, die ihr zerstören müsst, und eine riesengroße Drohne, die dann so in der Hälfte der Karte auftauchen wird. Und die Drohne, dafür gibt es auch mit dem zweiten Erfolg, der sich nennt Hallo und Wiedersehen. Da müsst ihr diese riesen Klamotte zerstören, bevor es die Flucht antritt. Ah, ich habe wieder so diesen schönen Fehler, wo ich nur rumschieße. Na gut, dann lassen wir das mal so durchmachen. Wie viel haben wir jetzt zerstört? 2 oder 3, da hinten kommt schon der nächste. Also ich mache das dann in aller Ruhe. Können wir kurz rüberspringen, ob ich dann aufhöre zu tackern. Mal schauen. Nee, okay. Na, vielleicht doch. Habe ich einen Fehler behoben? Scheint so. So, da kommt schon der nächste Helikopter. Ihr könnt ja dann einfach mal hin und wieder mal auf die Minikarte schauen, von wo kommt er denn. So viele Tipps muss ich wahrscheinlich gar nicht geben, wenn ihr Dinge zerstören wollt, die in der Luft sind, dann eignen sich natürlich immer Fahrzeuge, die eine sehr, sehr hohe Feuerrate haben. Wie der HIV, deswegen der, wo ist er denn? Der M48 GAU. Ja. So, würde ich sagen, spulen wir mal ein bisschen weiter voran. Das ist alles gerade ein bisschen geplänkelt und uninteressant. Ja, das hier ist ein Sekundärziel, was auch relativ uninteressant ist aktuell. So, jetzt geht es runter in den Canyon. Jetzt wird es nochmal interessant. Wo dann eben das zweite größere Missionsziel wartet. So, jetzt machen wir ein bisschen langsamer, denn jetzt geht gleich die Action los. War schon super nervig hier, muss man sagen. So, jetzt kommt wieder ein Heli. Und da hinten, wir können mal ganz kurz anhalten. Da kommt dieses riesige drohnenartige Schiff mit den 17.000 Lebenspunkten. Wir lassen mal weiterlaufen, was ihr eben zerstören müsst. Was eben ein bisschen auch nervig ist, dass nicht, die Schadensanzeige ein bisschen fehlerhaft ist. Man schießt rein und weiß gar nicht, hat man Schaden gemacht, hat das Ganze funktioniert. So, die haut jetzt zum ersten Mal ab. Da müsst ihr keine Angst haben. Hinter dem Canyon kann ich da auch lang fliegen. Wir können mal schauen. Oh, ja, okay. So, da können wir lang fliegen. Und dann kommt die riesige Drohne. Wir halten mal an. Wir gehen mal wieder auf mich. Ne, von hinten kommt der Bengel an. Das heißt, ihr solltet euch dann langsam bereit machen, wieder auf das Ziel umzuschwenken. So, jetzt seht ihr, da geht jetzt ordentlich Schaden rein, hoffentlich. Der schürt jetzt auch die ganze Zeit hier hinten rum. Das heißt, ihr könntet eigentlich noch 200 Meter weiter vorrücken, weil der Kollege jetzt schon wieder abhaut. Ja, und wir kommen dann nicht vernünftig hinterher. Ja, jetzt geht dann nochmal in Deckung. Die Drohne hier unten in dem Canyon kommt nochmal hoch und das ist dann eure Chance, das große Ding nochmal zu zerlegen. Zack, das war's. Und dann habt ihr auch schon den Erfolg in der Tasche. Natürlich noch das Gefecht in aller Ruhe runterspielen. Und ja, jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber
Ich glaube, eine Handvoll Helikopter werden jetzt hier im hinteren Teil noch kommen oder warten auf euch. Aber die Helikopter sind natürlich relativ einfaches Futter im Gegensatz zu dieser zu diesen 17.000 Lebenspunkten. Ja, da kommt noch einer. Aber der hat mich in dem Augenblick auch gar nicht interessiert. Ich meine, dafür gibt es auch andere Leute. So, hier kommt auch noch einer. Da kümmere ich mich dann auch mal ein bisschen rum. So, da kommt der nächste. Jetzt muss man aufpassen. Ich halte mal ganz kurz an. Ne? Einer kommt von vorn und einer kommt von hinten. Den hatten wir, glaube ich, beim allerersten Spieldurchlauf übersehen oder was auch immer da passiert ist. Und das sind dann auch die letzten beiden. Na, mal schauen, wie lange ich gebraucht habe, um das zu kapieren. Das ist schon so langsam. Genau. So, das war, glaube ich, der letzte. Ich habe mich jetzt nicht großartig aufgeschrieben oder gemerkt. Das soll ja auch nur eine kleine Anleitung sein, eine kleine Inspiration. Wir machen mal ein bisschen schneller, aber wie gesagt, ich glaube, dass... war es hier hinten passiert dann, im letzten Drittel passiert dann nichts mehr. So, da wird man ordentlich hingepinkt, weil na, wir machen ja ordentlich immer alles. So. Ja gut, dann würde ich sagen, ich klinke mich mal aus in dem Augenblick. Denn ich behaupte mal, dass wir alle Helikopter und die eine Drohne abgeschossen haben. Und wir sehen uns dann im zweiten Kapitel, wo ja auch noch ein paar Dinge zu klären sind, sehen wir uns dann wieder. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Tschüss.